Hi Leute, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß und ich bin heute auf dem Weg zum Jahrestreffen der jungen Verlagsmenschen. Ich habe ein paar Mal schon erwähnt, dass ich Mitglied in diesem Verein bin, den ich mehr als ein Netzwerk bezeichnen würde. Da sind nicht nur Leute drin, die in einem Verlag arbeiten, sondern auch Buchhändler und Leute aus der Medienwelt allgemein. Heute geht es in Stuttgart los und ich will euch einfach mal zeigen, was da für Leute rumhängen und was wir so machen. Das Jahrestreffen geht immer ganz locker los, und zwar mit einem Get-Together. In diesem Jahr ist es in der Dinkelbacher Brauerei. Und das Ganze läuft so ab, dass einmal die normalen Mitglieder und neue Gesichter, die immer willkommen sind, sich treffen und die Städtegruppenleiter, die so die Treffen und Events organisieren in den einzelnen Städten, zum Beispiel Frankfurt-Rhein-Main. Die klüngeln so ein bisschen am eigenen Tisch, später mixt sich das natürlich und das ist immer ein ganz schöner Auftakt. Ja, moin, jetzt sind wir hier zurück in der Hochschule der Mädchen, da findet nächstes Jahrestreffen statt. Und hier hinten seht ihr das Orga-Team, das schon fleißig am Rumrühren ist und hier alles aufbaut. Und wir fragen jetzt mal, was eigentlich heute so passiert. Wir haben einen freien Sprecher, der was erzählen wird. Wir haben am Nachmittag noch einen Bewerbungsworkshop, also da gibt es ein buntes Programm. Dann haben wir Gewinnspiele heute, da kann man einiges ergattern. Eine Fotoschnitzeljagd. Wir haben, man kann in der Pause die Taschen, Jutebeutel bedrucken lassen mit einem Motiv, was vorher bei Facebook abgestimmt wurde. Und dann kommt die Mitgliederversammlung und dann war es das auch schon. Und dann gehen wir heute Abend ins Flora und Fauna. Dann gehen wir wieder was trinken. Genau. Und was ich auch entdeckt habe, ist da hinten wieder eine Jobbörse. Genau. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Ja, da. Jobbörse. Und die ist auch schon gut gefüllt. Gut. Ja, und sonst, ich glaube, das war schon fast. Oder habe ich irgendwas vergessen? Ja, was machen die HDM da? Was jetzt damit? Die unterstützen uns, mit denen haben wir jetzt ein halbes Jahr zusammen gewerkelt und uns Gedanken gemacht, wie man so eine große Veranstaltung umsetzen kann. Wir haben mit ihnen Logo entworfen, die Pressearbeit gemacht, das Marketing, wir haben sich mit uns die Gewinnspiele ausgedacht. Und das haben wir alles im Zuge eines Seminars gemacht, wo wir uns dann alle zwei Wochen getroffen haben. Und genau, da haben wir ein halbes Jahr zusammen überlegt, was man machen kann. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Und jetzt sind auch die meisten schon hier und helfen uns fleißig beim Aufbau. Das machen wir jetzt auch. Genau. Und ganz wichtig, wir haben die Kaffeebar entdeckt. Eine Keynote von Sven Fund gehört und jetzt suchen wir uns in den Workshops zusammen und bei mir geht es jetzt zu Storytelling. Bisschen im Workshop gesessen und Storytelling gemacht. Jetzt ist offiziell Mittagspause und ich dachte, ich stelle mich mal an zu essen, aber wie ihr hier seht, hatte ich nicht als einziger die Idee. Man muss sich ja das nicht tun, aber erst mal. Mit. Ach, da oben, alles gut. Sogar mit Protokoll. Zusammen. Also wir haben Spaß zusammen, wir entwickeln Sachen gemeinsam, wir sind einfach eine starke Gemeinschaft und werden auch als solche in der Branche wahrgenommen. Ich
zeigt voll ein Jahr. So, das offizielle Jahrestreffen ist jetzt rum. Und wir machen jetzt einen gemütlichen Ausklang. Und jetzt geht aber gleich noch Jeopardy los. Cogito ergo sum ist Descartes. René Descartes. Also, das Jahrestreffen ist jetzt offiziell vorbei und ich fahre jetzt gleich hier mit dem Zug zurück. Was es noch so an Highlights gab, war, dass wir ein Ehrenmitglied gewählt haben, die Lena, die das auch sehr verdient, war 4 Jahre im Vorstand. Und dann haben wir noch einen kleinen gemütlichen Brunch gemacht und das war es dann für diese Runde.